Einen wunderschönen guten Tag. Ja, also ich hatte jetzt einen Vortrag über dynamische universale Heilkunde, 3 Stunden lang. ja, das war jetzt ein DHS ausgelöst beim Joe Hockey. Also beruhigt sein, 5 Minuten hat man mir gegeben, also die versuche ich jetzt zu nutzen, länger nicht. Also, was ist dynamische universale Heilkunde? Ja, der Name sagt schon selbst, alles in der Welt ist dynamisch, fließt und alles in der Welt untersteht den universalen Gesetzen der Natur. Und so entstand der Name. Als ich öftermals diesen Namen benutzt habe, habe ich mir mal einmal abgekürzt geschrieben auf die Tafel. Ich habe früher immer mit Fletcherts die Seminare, wenn ich mache, öftermals, heute auch PowerPoint schon. Ich werde auch modernisieren. Und dann habe ich abgekürzt geschrieben DUH, habe mich umgedreht und auf einmal war, hey, Duch. Abgekürzt Duch aus dem Russischen Seele. Und da habe ich gesagt, gut, das passt, dann bleibt es der Name auch. Warum geht es? Also ich bin selber Josef Barth, also geboren in Kasachstan. Dort habe ich auch studiert, bin also sozusagen ein bisschen vom Fach, könnte man wohl so sagen, Schulmediziner. Also hier nach Deutschland gekommen, Diplom nicht anerkannt, wieder studiert in Hannover, also lange Zeit nach diesen Prinzipien oder diesen Vorgehensweisen, wie man hier das machen soll, gearbeitet. Nicht mit allem einverstanden, passt nicht immer in den Raster sozusagen, immer wieder rausgefallen, dadurch, dass ich so meine eigene Sichtweise habe. Habe versucht, promoviert in der Immunologie, habe festgestellt, sowas gibt es nicht, deswegen ja, bin auch da rausgefallen. Aber das war, daher habe ich irgendwann mal Dr. Hammer kennengelernt, also seine Lehre, und da wusste ich, mein Wissen ist jetzt rund. So, und daraus entstand. Was ist dynamische universale Heilkunde? Dynamische universale Heilkunde basiert auf den Erkenntnissen der sogenannten Schulmedizin oder wissenschaftlichen Medizin. Gibt es einige Sachen, die sehr gut anwendbar sind. Mikrochirurgie, Traumatologie, Unfallchirurgie und solche Sachen. Wie auch im diagnostischen Bereich. Wir haben heute vom Tesla kurz gehört, was gesprochen, zum Beispiel MRI, MRT. Also zu einigen Sachen sind das auch anwendbar. Unter anderem auch sehr großer, der zentrale Baustein oder Fundament ist der Hammersche Lehre. Und unter anderem auf jeden Fall, ich habe selber noch mal in Kasachstan chinesische Medizin studiert, also auch alles, was mit den Energiebahnen, was heute gesprochen war, also auch angewendet, auch wie Chiropraktikertechniken oder Massagetechniken, Einrenkung und so weiter. Viele Sachen funktionierten, auch praxisnah ausprobiert funktionierten, und darauf basiert auch dynamische universelle Heilkunde auch. Das heißt, ich sage das in einem Satz, also mentalische Beeinflussung verschiedener Arten. Also das heißt in erster Linie methodologische Vorgehensweise in der Diagnostik. Und zweitens ist das Therapiemix passend für jeden Einzelnen sozusagen und nie vergleichbar. Das heißt, allgemeine, pauschale Aussagen in diesen Bereichen kann es nicht geben. So, wir haben angefangen damit, ich habe jetzt festgestellt, dass ich, wenn ich allein was mache, funktioniert einiges, aber was kann ich denn allein? Ich kann 10, 20, 30 Leute sozusagen, also Menschen helfen, habe ich mir überlegt. Und wir haben angefangen, seit letztem Jahr haben wir ein Studiumgang, 2,5 Jahre. Und dieses Jahr, ab März, haben wir den Studiengang 2013 eröffnet, so dass jetzt immer mehr Menschen das lernen können und das anwenden können. Das ist hier breiter dann gegeben. Ganzheitlich, wenn man mich fragt, was ist dynamisch eigentlich in der Studiengang so, was ist da drin? Ich versuche das jetzt wirklich mit ein paar Wörtern nur zu sagen. Ganzheitlichkeit und Wahrhaftigkeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin noch heute hier. Wer Fragen hat, bitteschön. Ja, vielen Dank.